Vorbereitung war relativ gut gelaufen diese Saison. Wir haben ja auch viele verletzte Spieler, die zurückgekommen sind. Das heißt, wir mussten uns nicht mehr auf neue Situationen einstellen. Die Mannschaft ist ja zusammengeblieben. Von daher konnten wir aufsetzen auf den Inhalten vom letzten Jahr und entsprechend die Mannschaft Stück für Stück nach vorne entwickeln, sodass wir auch zum Schluss hin gute Ergebnisse erzielt haben mit dem 3-0 gegen HSV Dieburg und im 1-6 leider gegen TSV Verona. Aber haben wir lange Zeit gut mitgespielt, von daher sind wir da sehr zufrieden, was der momentane Stand der Dinge angeht. Und sind auch positiv, dass wir gut in die Runde starten. Wir haben ein sehr schweres Spiel erstmal gegen Schorschenhausen und ich denke, wir sind gut vorbereitet. Sag mal, ein bisschen was zu Neuzugängen. Habt ihr euch verstärkt? Ist die Mannschaft stärker generell einzuschätzen als letztes Jahr? Ja gut, die Mannschaft ist schon deswegen stärker, weil eben viele Langzeitverletzte wieder da sind. Dann haben wir mit Marc Braun einen alten Bekannten wieder zurückbekommen, der natürlich das Potenzial aus der Verbandsliga mitbringt. Da hat er sich sehr gut entwickelt bei TSV Verona. Und wir haben 2, 3 sehr gute A-Jugendspieler rausbekommen, die wir jetzt auch überwiegend schon einbauen. Und von daher haben wir einen guten, ausgeglichenen 20-Mann-Kader, der uns, denke ich, diese Saison sehr viel Spaß macht. Wie sieht's aus mit den Zielen? Was habt ihr euch vorgenommen? Gut, wir haben dieses Jahr uns als Ziel in Platz 1 bis 5 ausgesprochen. Ich denke, wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben, so wie letzte Saison, dann wird uns das auch gelingen, dieses Jahr eine bessere Rolle und eine gewichtige Rolle in der Klasse zu spielen. Wen schätzt du da als stärksten Konkurrenten ein im Kampf um Platz? Ja gut, standesgemäß die Mannschaft, die letztes Jahr vorne dabei waren, HSV Dieburg, TSV Höchst. Aber ich schätze auch den Neuling SV Weinheim sehr hoch ein, da sie sich wieder immens gut verstärkt haben mit höherklassigen Spielern. Und von daher habe ich die auch mit auf der Rechnung. Und gegebenenfalls haben wir dann mit Schorschenhausen noch jemand, der letztes Jahr auch vorne mitgespielt hat. Da muss man mal warten, wie die Trainerumstellung vonstatten geht. Aber die vier Mannschaften mit uns zusammen erwarte ich erstmal vorne.